Wenn Sie Ihren Lebenslauf, sagen wir bei Wikipedia, selbst zu schreiben hätten, was würden Sie als Beruf eigentlich angeben? Staatsmann? Ich würde sagen, Staatsmann ist ein sehr hochtrabendes Wort. Österreich ist ein kleines Land im Vergleich zu Deutschland. Ich bin Bundeskanzler. Das ist eine verantwortungsvolle Position und ich habe das Gefühl, dass es eine Möglichkeit ist, einfach einen großen Beitrag zu leisten. Und insofern würde ich, wenn ich schon was hineinschreiben müsste, hineinschreiben, dass ich hoffe, dass ich was Positives bewirken kann in der Zeit, wo ich politisch tätig bin. Sie können wahrscheinlich sich an die Zeit vor Angela Merkel kaum noch erinnern. Sie waren ein Teenager, als Sie das Kanzleramt schon als Königin von Deutschland, wäre nicht mein Wort, haben manche damals geschrieben, betrat. Wie ist Ihr Denken über Sie? Ist Angela Merkel für Sie ein Vorbild oder irgendwo auch ein Ärgernis, weil sie immer da ist und gerade in Europa die Ära Merkel so viel Licht verstellt für andere? Ich würde sagen, sie ist aus unserer Sicht einfach eine totale Konstante. Wir haben in Österreich ja sehr viele Regierungswechsel gehabt in der Phase. Also seitdem ich politisch denken kann, gab es in Österreich viele Bundeskanzler. In Deutschland gab es nur einen, nämlich Angela Merkel. Und dementsprechend stark hat sie Deutschland und Europa geprägt. Und ich würde sagen, in vielen Bereichen sehr, sehr positiv. Wir sind ja auch aus Schwesterparteien und insofern gibt es in vielen Bereichen eine Übereinstimmung, einen ähnlichen Zugang. Und dann gibt es Themen, das ist ja bekannt, wie zum Beispiel die Migrationsfrage, wo wir auch immer wieder einen sehr unterschiedlichen Blick auf die Dinge hatten. Sie haben ja mehr Erfahrung mit Rechtspopulisten als andere, weil Sie mit denen regiert haben. Die kennen Sie aus der Nähe, aus Koalitionsverhandlungen, aus nächtlichen Sitzungen, aus Telefonaten, auch aus Ihrer Verlässlichkeit oder Unzuverlässigkeit. Was sind das für Menschen und wie geht man mit ihnen um? Also ich würde sagen, das Wichtigste ist, nicht alle über einen Kamm zu scheren und das zu pauschal und zu einfach zu sehen. Ich sehe Polen und Ungarn schon sehr differenziert und unterschiedlich. Ich sehe auch große Unterschiede zwischen der AfD und der FPÖ in Österreich und erst recht zwischen unterschiedlichen Rechtsparteien in Europa. Insofern würde ich mal sagen, ein detailverliebter Blick ist immer besser als ein pauschaler. Und das ist auch meine Erfahrung in Österreich. Wir haben mit der FPÖ regiert. Da gab es Personen, die einen relativ wirtschaftsaffinen, liberalen Zugang verfolgt haben, mit denen ich ehrlicherweise wirklich ganz gut zusammengearbeitet habe und wo es auch in vielen Fragen eine große Schnittmenge mit einer bürgerlichen Partei wie unserer gab. Und dann gab es Personen, die waren mir zu plump und ich weine der Zusammenarbeit definitiv keine Tränen nach. Und ich glaube, so ist auch die richtige Herangehensweise. Mein Gefühl ist, je pauschaler man ganze politische Strömungen, Bewegungen beurteilt, desto einfacher ist es vielleicht, aber nicht immer ist das der erfolgsversprechende Weg. In der Ibiza-Affäre, das, was man so nennt, kulminierte dann ja eine Zusammenarbeit, die nicht länger eine Zusammenarbeit sein konnte. Was haben wir da gesehen? Was ist der Kern vom Kern dieser Affäre? Naja, es war ein Video, das definitiv nicht nur der Freiheitlichen Partei geschadet hat, sondern auch die Zusammenarbeit beendet hat und dazu geführt hat, dass wir in Österreich diese Koalition gestoppt haben und Neuwahlen ausgerufen haben. Und insofern war es natürlich auch der Anfang jetzt einer neuen Kooperation mit den Grünen, die jetzt schon bald 1,5 Jahre sehr gut läuft.